Ja, wo fange ich an? Wir waren gestern in Augsburg. Da lebt ein Mensch, der verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist für das nächste Lied. Das ist ein Zeitungsredakteur oder sag mal so ein Musikkritiker. Der war gestern, ich weiß gar nicht, ob er da war. Wir werden es spätestens morgen wissen, wenn die Augsburger Allgemeine wieder rauskommt. Was dann über uns geschrieben steht, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Denn so ist es eins geschehen. Wir waren vor, ich glaube, 4-5 Jahren mal in Augsburg. Und da haben wir ein Konzert gegeben und wir sind von der Bühne gegangen und dachten, das war der Durchbruch. Das war das beste Konzert, das jemals in Bayern, ach, in Deutschland, weltweit gespielt wurde. So haben wir uns gefühlt. Wir sind von der Bühne, das war's. Wir sind wie die Beatles, die Stones, DJ Bobo. Wer sind wir? Bis wir am nächsten Tag dann die Zeitung aufgeschlagen haben und feststellen mussten, wir sind nichts. Die absoluten Würste. Laut diesem Zeitungsredakteur, da war das schlechteste Konzert, was jemals in Augsburg stattgefunden hat. Da war alles scheiße. Schuhe, Gesang, Gesicht, Haare, Gitarre, Gitarrist. Ja, du auch, Moritz. Das ist auch scheiße. Alle. Laut diesem Zeitungsredakteur. Ich habe das gerne in Kauf genommen, dass immer, wenn wir dieses Lied spielen, ja, da kann man so ein bisschen die Uhr nachstellen, fallen manche Zeitungskritiken nicht ganz so gut aus. Ich weiß gar nicht warum. Aber wenn ich eins von den Norddeutschen gelernt habe, bin ja schon ein paar Jahre da, da ist das so ein bisschen gelassen, so, nicht? Lass mal reden, schön entspannt bleiben, Kritik auch mal abhören lassen. Nicht so eng sehen, so sind die da oben. Ganz im Gegenteil, die sind sehr, sehr gönnerhaft. Wir sind sogar so, wir widmen diesem Zeitungsredakteur eine eigene Strophe. Damit ich seinen Namen nicht vergesse. Traurig, aber wahr. Dass wenn ich abends Applaus krieg und danach dann zu Haus liegt keiner da, ist meine Lieder singt und Fotos mit mir will, war mir nicht klar. Das ist traurig, aber wahr. Oh, dass es nur eine Nacht war, alles nur so zum Spaß, war das die Handynummer, die sie ihm gab, doch die falsche war, wurde ihm dann klar, da kommt eine. Es ist traurig, aber wahr. Das Ende ist am Anfang leider nie vorhersehbar. Traurig, aber wahr. Zeitungsredakteur, der selber gern Musiker wär, hatte früher mal ne Band, die außer ihm sonst niemand kennt. War keiner da, war keiner da. Es ist traurig, aber wahr, ey. Das Ende ist am Anfang leider nie vorhersehbar. Traurig, aber wahr. Oh,
in meine Schulzeit. Wie alt bist du? 8 Jahre alt. Mit 8 war ich in der 10. Klasse. Ich war hochbegabt. Nee, mit 8 war, glaube ich, war nicht so weit. Auf jeden Fall ist es noch nicht dein Alter. Du musst noch ein Weilchen, 3, 4 oder so. Dann geht das auch bei dir los. Der Ernst des Lebens. Und die wirklich wichtige Frage: Was trinkt man auf Klassenfahrt? Deshalb denke ich, der Rest von euch, außer euch beiden hier vorne, du bist wie alt? 6 oder 7? 5? Du bist 5? Okay, du hast noch ein bisschen Zeit. Ihr werdet euch jetzt nicht wiederfinden in dem Lied, aber der Rest glaube ich schon. Wir gehen auf Klassenfahrt. Okay. Die erste Klassenfahrt war toll, doch irgendwie verheimnisvoll. Denn dass man Wodka, Wein, Tequila, Bier und Rum nicht mixen soll, war uns nicht klar. Das ist so nicht aber wahr. Oh, ey, oh, ey, yeah. Oh, dass dieser harmlose Kuss direkt bei Facebook landen muss. Und dass das Mädchen auf dem Foto von meinem Chef die Tochter ist, war mir nicht klar. Der Job war eh nur für ein Jahr, oh ja, ja. Das Ende ist am Anfang leider